zur 9. Folge lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel von Lebensrhythmus und Millie Mathilda Musica. Hallo Kinder, hallo liebe Eltern und hallo liebe Großeltern und hallo Freunde. Hallo, wie geht's euch denn? Mir geht's heute richtig super, super gut wieder. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe, was aus meinen Bohnensamen geworden ist. Sind die nicht super toll groß geworden? So groß. Und wisst ihr noch, die waren noch so mini winzig klein. Und ich habe euch Bilder mitgebracht. Und dazu habe ich mir ein ganz tolles Gerät ausgeborgt. Guck mal hier drüben. Da steht er. Der große Computer. Ein Laptop habe ich da. Und da seht ihr, so groß waren die Samen. Und dann habe ich die mir nass gemacht. Und als ich die nass gemacht habe, dann sind die gewachsen. Und jetzt schaut mal. Wartet, jetzt muss ich gucken, dass ich das mit meinen dicken Fingern hinkriege. Achtung. Bing. Schaut mal, was da rauskommt. So ein kleiner, weißer Schnibbel daraus. Was ist denn das, Frau Zobel? Ja, das ist die Wurzel. Echt? Das ist die Wurzel? So klein und weiß? Jetzt guck mal. Ich mache jetzt erstmal das nächste Bild. Schaut mal, was dann damit passiert. Jetzt ist da schon aufgeplatzt. Und da ist die Wurzel. Und jetzt wartet, nächstes Bild. Oh, jetzt ist nämlich schon ganz grün geworden. Ganz wunderbar grün. Was ist das Grüne? Das Grüne sind die Keimblätter. Und wenn ihr seht, da sind zwei. Genau. 1, 2. Da geht's auseinander. Da öffnet sich das so. Bing. So. Bing. Öffnet sich das. Ne? Süß. Ah. Und das hier, was ist das da? Na, das sind wie Wurzeln. Siehst du, das kam zuerst raus und jetzt sind dort ganz viele Wurzeln. Ah, diese ganz vielen kleinen weißen Dinger. Genau. Und dann siehst du auch noch den Rest von dem Samenkorn. Diese weiße Schale, wie die Schale von einem Ei. Ah, meinst du das hier? Genau das meine ich, richtig. Und jetzt guck mal das nächste Bild. Das nächste, Achtung, bing! Da sind sie gewachsen, so groß geworden. Und da sind zwei runde Dinger dran. Das sind die Keimblätter. Und da oben, da entfaltet sich dann was. Da ganz, ganz oben. Genau, das sind die Blätter dann. Das sind die ersten Blätter nach den Keimblättern. Haben wir noch ein Bild? Weiß nicht. Mal gucken. Ja, wir haben noch ein Bild. Genau, das habe ich einen Tag danach gemacht. Da sieht man, wie die sich hier unten festklammern. Na, die ganzen Bohnen. Da unten, da sind die da hochgewachsen. Und dort gehen sie auf. Und jetzt guckt mal bei mir. Jetzt sieht man hier oben schon richtig meine Blätter. 1, 2 wunderschöne Blätter. Ist das nicht toll? Und Millie, weißt du, was die kleinen Bohnensamen brauchen? Zum Wachsen? Naja, ich habe Wasser drauf gegossen. Genau, Wasser brauchen sie auf jeden Fall. Was brauchen sie noch? Na, vielleicht Licht. Denn wir haben es ja ganz offen gehabt, am Fenster. Du hast gesagt, ans Fenster stellen. Genau, ich habe gesagt, ans Fenster stellen, weil sie auch Licht brauchen. Und was brauchen sie noch? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Was denn noch? Na, Nährstoffe. Und die Nährstoffe, die nehmen sie normalerweise aus der Erde. Aber meine, die hatten doch gar keine Erde. Ich habe doch nur Zellstoff drunter gemacht. Warum sind die dann trotzdem gewachsen? Das ist ganz einfach. Denn unser dicker Bohnensamen ist so dick, weil da die ersten Nährstoffe drin sind. Das heißt, wenn das kleine Samenkorn keimt, nimmt es die Nährstoffe aus dem Samenkorn. Und dann, erst wenn es die Wurzeln ausgestreckt hat, aus dem Wasser und aus der Erde, in der es sich verwurzelt. Oh, klar. Hey, aber meine haben ja trotzdem noch keine Erde. Was mache ich denn dann? Na, dann musst du sie jetzt eintopfen.
Wo topfe ich die denn rein? Pass auf, da kommt gleich, zeig dir, da gibt es so kleine Töpfe. Da macht man Erde rein und in die Erde kommt dann die kleine Bohnenpflanze. Okay, zeig mal, wo ist denn der? Schau, Milli, das ist ein kleiner Blumentopf und mit Löchern unten drin. Ja, da muss ja unten auch Luft reinkommen. Warum braucht denn die Luft? Na, die braucht Luft wie du zum Atmen. Einfach zum Luft holen. Und die Pflanzen holen Luft durch die Wurzeln, ja? Auch über die Blätter, aber auch durch die Wurzeln. Hm, okay. Und jetzt muss da Erde rein, ja? Ja, schau, Erde habe ich hier unten in einem kleinen Gefäß. Und die wird dann da reingetan und dann kommt der Samen da rein. Das nennt man vereinzeln oder die Gärtner nennen das pikieren. Mhm, pikieren klingt komisch. Ja, so heißt das einfach. Vereinzeln, also die Pflanzen, die ja jetzt hier in deinem Kästchen in einem Pulk zusammensitzen, einzeln in kleine Töpfe pflanzen, dann haben die mehr Platz für ihre Wurzeln. Ha, klar, die brauchen Platz. Super. Sag mal, Milli, kennst du das Lied von den Bohnensamen? Bohnensamen? Nee, nur das von den Bohnensamen von letzter Woche, diesen Rhythmus. Ja, der kommt da ein bisschen drin vor. Aber es gibt ein Lied von den Bohnensamen, das möchte ich gerne euch vorsingen. Und ich habe dafür ein Instrument, mit dem ich das begleite. Kommt mal mit, vielleicht kennt ihr das Instrument schon. So, liebe Kinder, was habe ich denn hier für ein Instrument? Richtig, genau richtig. Eine Gitarre. Ja, sieht fast ein bisschen aus wie so ein dicker Bohnensamen. Der Klangkörper von meiner Gitarre. Und dann hat sie hier lauter, richtig, lautere Saiten, lauter Fäden. Wie viele sind das denn? Lasst uns mal zählen. Kann man die sehen? Okay. Eins, zwei. Also eine Handvoll und noch einen Daumen dazu. Haben die ganz gleich geklungen? Nein, die haben nicht gleich geklungen. Genau, richtig. Denn das sind unterschiedliche Töne. Dazu gibt es einen super Merkspruch. Ein hungriger Gitarrist darf alles essen. Was darf der? Der darf alles essen. Nochmal. Ein. Nee, das war die falsche Seite. Nochmal. Ein hungriger Gitarrist darf alles essen. Hä? Was ist denn so ein Gitarrist? Was bedeutet denn das? Nein, Gitarrist ist jemand, der Gitarre spielt. So heißt das. Ach so. Okay. Und sag mal, Mann, wie geht denn jetzt das Bohnensamenlied? Okay, jetzt folgt das Bohnenlied. Das Bohnensamenlied mit einem D-Dur-Akkord. In der Erde klitzeklein sitzt ein Bohnensamen. Wartet auf den Regenguss und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Und der kleine Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Und der kleine Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Bo, bo, Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Bo, bo, Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Okay. Milli? Milli? Milli! Sag mal, Kinder, habt ihr Milli gesehen? Ruft mal mit mir. Milli! Ich
Ich glaube, wir müssen lauter rufen. Nochmal auf. Eins, zwei, drei, ja? Eins, zwei, drei. Milli! Ist nicht da. Ist aber komisch. Naja, wird schon wiederkommen. Ich erzähle euch dabei noch was über meine Gitarre. Ist denn noch... Wir haben ja gerade gezählt. 6 Saiten. Diese Fäden heißen Saiten. Und die sind aus unterschiedlichen Materialien. Nämlich die 3 dünnen hier oben. Die sind aus Nylon. Das ist so ein Plastikmaterial. Und die hier unten, die sind umwickelt mit einem Draht. Also da ist auch Plastik innen drin. Und dann sind die umwickelt. Und die sind auch viel tiefer. Und was ist das hier oben? Genau, das heißt genau wie unserer. Das ist nämlich der Gitarrenhals. Und der Gitarrenkopf. Und hier oben sind Dinger dran, die heißen Wirbel. Wirbel. Und wisst ihr, was man damit machen kann? Passt auf, das zeige ich euch. Ich drehe hier oben an dem Wirbel und ihr horcht mal, was mit dem Ton passiert. Ganz normaler Ton. Jetzt drehe ich. Immer tiefer. So, und jetzt drehe ich ihn zurück. Achtung. Und um zu horchen, ob das der richtige ist, muss ich die untere spielen. Denn das ist genauso die E-Saite. Das sind Geschwister. Das tiefe E und das hohe E. Zur Gitarre. Und dann hatte ich hier so ein dickes, fettes Loch, das sogenannte Schallloch. Wollen wir mal horchen, ob das schallt. Wenn ich da reinrufe, Achtung, hallo! Uhu. Da breitet sich der Ton über die gesamte Gitarre aus. Man hört ihn immer noch. Ja? Und das passiert auch mit dem Ton. Die Gitarre wird angespielt und der Ton wandert durch diesen großen Klangkörper durch und wird dadurch stärker, lauter. So, aber jetzt möchte ich von euch wissen, habt ihr denn gut zugehört, vorhin bei meinem Bohnenlied? Ja? Super, dann können wir ja uns das Lied nochmal anschauen. Worum ging es darin? Genau. Um den Bohnensamen. Und dann heißt es, in der Erde klitzeklein. Und ich glaube, dazu muss ich mir ein bisschen mehr Platz machen. So, jetzt haben wir hier genug Platz. Also, wie fing das kleine Lied denn an? Genau. In der Erde klitzeklein sitzt ein Bohnensamen. Also macht euch ganz, ganz, ganz klein. In der Erde klitzeklein sitzt ein Bohnensamen. Wartet auf den Regenguss. Wie lauter kleine Regentropfen. Wartet auf den Regenguss und, was brauchen wir noch? Genau. Die Sonnenstrahlen. Wartet auf den Regenguss und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass. Sonne gibt ihm Kraft. Und der kleine Bohnensamen wird ganz dick. Und lacht. Regen macht ihn nass. Sonne gibt ihm Kraft. Und der kleine Bohnensamen wird ganz dick und lacht. So, jetzt nochmal A Cappella, sagen die Musiker dazu. A Cappella heißt ohne Kapelle, also ohne meine Gitarre. Einfach so.
dazu gesungen. In der Erde klitzeklein sitzt ein Bohnensamen, wartet auf den Regenguss und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft und der kleine Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft und der kleine Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Bo, bo, Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Bo, bo, Bohnensamen wird ganz dick und lacht. Sehr schön. Frau Zobel, schau mal, was ich mitgebracht habe. Milli, wo warst du denn? Wir haben doch nach dir gerufen, stimmt's, Kinder? Ganz laut haben wir gerufen und sie kamen nicht. Ja, na klar, ich habe euch auch gehört. Aber ich musste was suchen und schaut mal, was ich Tolles gefunden habe. So einen großen Stab, guck mal, der ist so groß wie ich. Und schaut mal, horcht mal, der klingt ganz toll. Habt ihr gehört, wonach der klingt? Hm? Genau. Finde ich nämlich auch. Der klingt nach Regen. Und in dem Lied heißt es doch, Regen macht ihn nass, mein Bohnensamen. Und da habe ich gedacht, da kann ich ja hier mit dem Regenstab ein Geräusch machen. Achtung nochmal. Habt ihr gehört? Komm, wir fragen mal die Frau Zobel, wie das Instrument heißt. Ich weiß das nämlich gar nicht. Das ist ein Regenstab oder Regenrohr genannt. Und wenn ihr mal schaut, da sind lauter kleine Stäbchen reingesteckt. Hier kann man das sehen am Rand. Ein bisschen. Und an den Stäbchen in der Mitte ist hohl. Und da fallen dann lauter Körnchen von oben nach unten. Und guckt mal, ist der nicht wunderschön? Der hat so schöne Bilder drauf. Könnt ihr den sehen? Was ist denn das hier oben? Das da. Könnt ihr das sehen? Was ist denn das? Frau Zobel, das sieht aus vorne wie eine Ente, aber hinten wie eine Eidechse. Ganz komisch. Ja, wer von euch kennt denn ein Tier, was vorne den Schnabel hat wie eine Ente und hinten aber aussieht wie eine Echse? Ganz merkwürdig. Genau, das ist ein Schnabeltier. Und die Schnabeltiere, die kommen aus Australien. Und das ist hier eine Punkttechnik. Da werden ganz viele Punkte drauf gemacht. Und aus den Punkten ist das Bild zusammengesetzt. Sieht total schön aus. Und wer kennt denn das Bild hier oben? Was ist das andere Tier? Genau, richtig. Das ist ein Känguru. Und das Känguru, das kommt auch aus Australien. Ja. Und das Känguru? Wie bewegt sich das Känguru? Genau, es hüpft. Kommt, Kinder, wir hüpfen mal als Kängurus durch das Zimmer. Einmal hüpfen, mir nach. Hüpf. Ein Beutel. Und in dem Beutel, da wächst das klitzekleine Känguru-Baby aus. Und wenn das geboren wird, dann ist das nur so klein. Und dann wandert das in den Beutel rein. Und in dem Beutel, da kann das Mist nuckeln bei seiner Mama. Und dann wächst das. Und irgendwann ist es so groß, dass es rausgucken kann. Sieht total süß aus. Warte ich schon mal im Zoo und hab ein Känguru gesehen? Ich liebe Kängurus, ich finde die total niedlich. Genau. So, Milli,
Das ist aber eine super gute Idee, oder? Mit Musik das Ganze zu untermalen. Aber wisst ihr was? Wir haben jetzt was für den Regen. Aber jetzt brauchen wir noch was für die, genau, für die Sonne. Was habe ich denn für die Sonne? Wartet mal kurz, ich habe was hinter meinem Vorhang. Achtung, für die Sonne, 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 wo versteckt es sich denn? Ganz hier hinten, hört ihr es schon? Da kommt die Sonne heraus. Das ist ein ganz besonderes Instrument. Genauso besonders wie mein, wie das Regenrohr, was wir gerade angeguckt haben. Schaut mal, Ohren auf. Das klingt so. Spielen? Mir juckt schon in den Fingern. Na klar, Millie, darfst du das auch mal spielen? Komm rüber. Schön. Wie lauter Glitzer Sonnenstrahlen. Gleich nochmal, ja? Huch, Achtung. Oh, das klingt so schön. Da muss ja ganz schön viel arbeiten. Erst der Regen und dann die Sonne. Und macht ihr Bewegungen dazu? Na klar, machen wir Bewegungen dazu. Haben wir schon geübt. Stimmt's, Kinder? Ach, habt ihr schon geübt? Das ist ja super. Kann ich das dann mal mit angucken? Wie geht denn das? Ja, das machen wir dir gleich nochmal vor. Also, Midi, jetzt brauchen wir dich. Denn du musst jedes Mal, wenn wir was von Regen sagen, das Regenrohr klingen lassen. Ja, machst du das? Na klar, ich mach das. Bin bereit. Und immer wenn wir was von Sonnenstrahlen sagen, dann, genau, dann kommt das Scheim und macht seine Glitzerstrahlen für uns. So, es geht los. Wir brauchen ein D-Dur-Akkord, denn die Frau Zobel weiß nicht mehr, welcher Akkord es war. Das ist ein D-Dur-Akkord, das heißt, der richtige Ton ist dieser hier. In der Erde klitzeklein sitzt ein Bohnensamen, wartet auf den Regenguss. Los, Melli, Regenguss, nochmal. Ach so, ja, jetzt kommt der Regen. Na klar, das noch mehr Strophen. Muss ja noch weitergehen. Was passiert denn mit dem Bohnensamen? Stimmt. Wir haben gesungen bis... Ihr habt gesungen Dickwörter. Genau. Und dann kam aus dem Bohnen... Wisst ihr noch das Bild? Genau, auf dem Bild ist nämlich... Hier, seht ihr? Da kommt diese kleine Wurzel raus. Genau. Oh, singst du was von der Wurzel? Ja, jetzt kommt die Strophe von der Wurzel. Super! In der Erde dick und rund sitzt der Bohnensamen, wartet auf den Regenguss. Sehr gut, Mary. Und die Sonnenstrahlen Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft, streckt er
seine Wurzel auf, hält sich fest und lacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft, streckt er seine Wurzel aus, hält sich fest und lacht. Bohnensamen hält sich fest und lacht. Bohnensamen hält sich fest und lacht. Hey, jetzt hat er eine Wurzel gekriegt, mein kleiner Bohnensamen. Geht's denn noch weiter? Da ist man dann noch gewachsen. Na klar, jetzt kommt die Wachserstrophe. Da bin ich gespannt. Ich bin auch bereit mit meinen Instrumenten. In der Erde gut verwurzelt sitzt der Bodensamen, wartet auf den Regenbogen und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Langsam wächst er in die Höhe, neugierig erwacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Langsam wächst er in die Höhe, neugierig erwacht. Bohnensamen, neugierig erwacht. Bohnensamen, neugierig erwacht. Ja, jetzt ist er in die Höhe gewachsen. Und dann jetzt müssen noch die Blätter kommen, stimmt's? Guck mal auf mein Bild, hier, da sind noch Blätter drauf. Ja genau, da sind Blätter drauf. Und jetzt kommt die Blätterstrophe. Man muss ja noch die Blätter ausbreiten. Okay, los geht's! In der Erde langsam wachsend sitzt der Bohnensamen, wartet auf den Regenbogen und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Breitet seine Blätter aus, schaut sich um und lacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Breitet seine Blätter aus, schaut sich um und lacht. Super, klasse, spitzenmäßig, toll, das habt ihr schön gemacht. Wisst ihr was? Mir fällt jetzt ein, dass eigentlich ich gerne meine ganzen Bohnensamen einbuddeln würde, aber ich habe ja nur einen einzigen Topf. Fatzobel, was mache ich denn da? Ach, auch dafür gibt es eine Lösung. Passt mal auf, habt ihr vielleicht zu Hause so eine Eierschachtel? Die kann man super gut dafür nehmen. Eine Eierschachtel? Das ist ja eine tolle Idee. Warte mal, eine Eierschachtel. Habe ich nicht eine gesehen hier? Da! Na genau, die hatte ich nämlich schon vorbereitet. Oh, guck mal, das sind ja zwei. Na, das sind zwei. Warte mal, Milli. Genau, schau mal. Hier habe ich das nämlich schon vorbereitet. Da habe ich sie abgeschnitten. Also hier müssen wir das abschneiden. Schaut mal, wenn wir hier die Schere nehmen. Schnipp, schnapp, schnabbel die Schnipp. Schneiden wir die Schachtel ab. Schlüpf. Und die andere Seite auch noch, damit es dem Bohnensamen kein Licht wegnimmt. Schnipp, die Schnapp. Alles ab. So, jetzt haben wir zwei wunderschöne Töpfe und jetzt kommt in jeden vereinzelt ein kleiner Bohnensamen rein. Aber zuerst brauchen wir ein bisschen Erde, denn Erde ist ganz wichtig. Unten rein ein bisschen Erde,
unten rein ein bisschen Erde. Und dann schwuppdiwupp. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen für unten. Das reicht. Und jetzt müssen wir uns den Bohnensamen holen. Hier aus der Schachtel. Schaut mal hier vorne. Die ist schon ein bisschen angewurzelt. Seht ihr? So sieht er aus. Hier oben seht ihr die Keimblätter. Ja? Da sind die ersten Laubblätter, der Stängel. Und hier sieht man, wo die Bohne rausgekrochen ist. Das ist der Rest von der Schale und die Wurzeln. Hatte die schon tolle Wurzeln? Deine Bohnensamen, liebe Millie? Oh ja, die sind aber schön. Und jetzt buddelst du das für mich ein? Na klar, ich muss ja den Kindern zeigen, wie es geht. So, jetzt kommt der Bohnensamen hier in die Erde. Die Wurzeln ein bisschen verstecken und andrücken. Und jetzt nehmen wir noch neue Erde und machen die ganz vorsichtig oben drauf. Und jetzt muss man hier rechts und links richtig fest andrücken. Ja, damit er richtig kräftig steht. Seht ihr? Jetzt ist die Erde hier fest. So, und jetzt kommt der nächste Bohnensamen. Bohnensamen raus. Oh, der hat aber eine dicke, fette Wurzel. Den in die Erde rein. So. Erde drauf. Zuck. Festrücken. Nächster Bohnensamen. Schwuppdiwupp, komm her. Nächster Bohnensamen. Schwuppdiwupp, komm her. Lalalalalala. Kleiner Bohnensamen. Deine Wurzeln gucken hier raus. Die verstecken wir. Unter ein bisschen Erde. Und der nächste Bohnensamen, der hat noch seine Mütze auf. Die machen wir ab. Und jetzt kommt er da hinein mit der Wurzel. Schwupp. Und andrücken. Noch ein bisschen Erde drauf. Und der nächste. Schaut mal da. Jetzt ist alles fertig. Guck mal, die hat die Frau Zobel gemacht und die habe ich eingebuddelt. Die ganz Kleinen da. Das sieht schön aus. Und jetzt stelle ich die wieder auf mein Fensterbrett und dann schaue ich mal, was damit passiert. Ob die weiter wachsen. Hier müssen die jetzt da. Schwer. Auf mein Tablett. Nummer 1. Oh, nass. Und die Nummer 2. Frau Zobel, wir haben was vergessen. Wir müssen das noch gießen, stimmt's? Ja genau, Wasser braucht es noch. Gegossen werden muss es noch. Ich hol mal schnell Wasser. Ich komme schon. Schaut, ich habe einen großen Krug mit Wasser. Und jetzt ganz vorsichtig, ja ganz vorsichtig, dass du da nichts... Du musst die genau richtig, immer schön auf den Wurzelbalken und nicht zu viel... Warum nicht so viel? Naja, wir wollen sie ja nicht ersäufen. Nur ein bisschen. Ach, schwapp, 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 schwappel die, schwapp, Wasser drauf. Und jetzt noch auf meine, schwump. Oh, das war ein bisschen viel. So, Wasser, Wasser, mach dich nasser. Mein kleiner Bohnensamen, hoppala, der wird nass. So, jetzt könnt ihr schön wachsen. Jetzt kommt ihr doch ans Fenster und dann werdet ihr wunderbar groß. Oh Kinder, sag mal, könnt ihr mir noch mal das Lied vorsingen von dem Bohnensamen? So insgesamt, Frau Zobel, könnt ihr das noch mal machen? Das war so schön. Na klar, das machen wir jetzt. Noch einmal das Bohnensamenlied. In der Erde klitzeklein sitzt der Bohnensamen, wartet auf den Regenguss und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft und der kleine Bohnensamen wird ganz dick und fest.
Arbeit gibt ihm Kraft. Langsam wächst er in die Höhe, neugierig erwacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft. Langsam wächst er in die Höhe, neugierig erwacht. Bum, bum, Bohnensamen, neugierig erwacht. Bum, bum, Bohnensamen, neugierig erwacht. In der Erde langsam wachsend sitzt der Bohnensamen, wartet auf den Regen und die Sonnenstrahlen. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft, breitet seine Blätter aus, schaut sich um und lacht. Regen macht ihn nass, Sonne gibt ihm Kraft, breitet seine Blätter aus, schaut sich um und lacht. Sind meine Bohnensamen in der Erde und können wachsen. Bo, bo, Bohnensamen, schaut sich um und lacht. Bo, bo, Bohnensamen, schaut sich um und lacht. So, jetzt bleibt mir nur noch, euch für heute Tschüss zu sagen. Das war eine schöne Zeit mit euch und ihr habt so gut mitgemacht. Ganz klasse. Und wir haben das Regenrohr kennengelernt und die Gitarre und das Scheim. Wo ist denn das Scheim? Können wir nochmal zu dem Scheim gehen? Ah, denn ich will klingeln, nicht du. Und jetzt mal von unten nach oben. So, die Zeit ist nun vorbei, ich klingel dir zu. Warte, ich klingel nochmal. Wir müssen gehen, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, sagen nun auf Wiedersehen. Tschüss, liebe Kinder. Tschüss, liebe Eltern, tschüss, liebe Großeltern, tschüss, Freunde, bis zum nächsten Mal, sage ich, die Millie Mathilda Musika und die Frau Zobel von Lebensrhythmus. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald.